dann mal ein kleines Unboxing von irgendwas, was ich gerade gar nicht weiß, was es ist. Aber wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht, was ich mir da wieder bestellt habe. Ah, okay. Zack. Wo habe ich es bestellt? Bei GameStop. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. So, und schon wieder ein Spiel. Diesmal, ja, ich glaube, bei GameStop habe ich es mir. Nee, bei Zavi, wie auch immer, habe ich es mir bestellt. Monopoly Star Wars von Hasbro. Nicht, dass ich Monopoly jetzt unbedingt lieben würde, aber es ist von Star Wars, also musste ich es haben. Es war günstig. Zack, komm her. Oh mein Gott. Komm her. So. Dann gucken wir natürlich auch gleich mal rein. Da sind wir ja nicht so. So. Monopoly Star Wars. Ich werde es wahrscheinlich niemals spielen, aber es ist eine super Deko. Ah. Ich habe so viele verschiedene Monopoly-Spiele und ich weiß nicht, Monopoly ist ein bisschen... Ah. Ja, ist halt Monopoly. Kennt jeder. Gibt es halt von allem Möglichen. Und wenn es Herr der Ringe und Star Wars und Star Trek und Back to the Future und jetzt habe ich erstmal einen Schluck Kaffee getrunken. Ich glaube, die Regeln braucht kein Mensch, weil die kennt, glaube ich, jeder. Okay, warum ist das da? Hier haben wir Star Wars Dollars. Battlefield, okay. Gucken wir uns nochmal das wundervolle Spielbrett an. Ja, das ist ja... Ich weiß nicht. Das ist von den Farben her, finde ich das jetzt echt ein bisschen gruselig. Und von den Grafiken her hier so... Ja, scheißegal, aber haben, immer haben. Kennt ihr ja selber. So, hier haben wir die Figuren. Die sind auch mal... relativ billig gemacht. Normalerweise werden die ja meistens aus Zinn oder Blei oder was auch immer und die sind einfach nur aus Plaste. Wie immer, ganz normale Häuser dabei. Man könnte vielleicht auch mal irgendwas anderes nehmen, irgendeine Weltraumbasis oder so. Das würde ich jetzt machen, wenn ich diese ganzen Spiele entwickeln würde, aber damit das wenigstens auch mal zur Thematik passt. Aber ja. Gut, jetzt habt ihr das mal gesehen. Das ist alles hier, alles in Englisch. Ja, ich habe es, ja, wie gesagt, aus England bestellt. So, habt ihr mal den Inhalt gesehen von diesem guten Stück? Von diesem Deko-Stück? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde es verlinken, wenn ich es finde. Und wenn nicht, findet ihr das sicherlich selber. Bis denn dann, ciao.